Beweisen, musste er sich umbringen lassen. Am dritten Morgen stand er im Garten des Gutes vor einer fassungslosen Frau und fragte sie: Was weinst du denn? Seither leben wir, ob gläubig oder ungläubig, in seiner Präsenz. Was ist es doch verkehrt, sich auf den Tod vorzubereiten, auf das Leben, auf unsere Auferstehung? Auf den ausbrechenden Himmel in uns haben wir uns vorzubereiten. Ein Leben lang.
Am dritten Morgen stand er im Garten vor einer fassungslosen Frau und fragte sie: Was weinst du denn? Seither leben wir, ob gläubig oder ungläubig, in seiner Präsenz. Was ist es doch verkehrt, sich auf den Tod vorzubereiten, auf das Leben, auf unsere Auferstehung, auf den ausbrechenden Himmel in uns haben wir uns vorzubereiten, ein Leben lang.